Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Wir wollen uns jetzt ranmachen und den fünften Charakterzug von Dunben freischalten. Den kann man natürlich erst nach dem Mekonis Kern freischalten. Wir befinden uns auf dem gefallenen Arm und müssen Nebenquests erledigen. Der Charakterzug Heißblütigkeit bekommt man erst mit der Quest Wachstumshemmung. Und dafür müssen wir eine kleine Questreihe erledigen. Um überhaupt erstmal zu dieser Questreihe zu kommen, müssen wir erstmal hier weiter Nebenquests annehmen. Ich habe schon mit dem gefallenen Namen angefangen in dem Video zu Fioras vierten Charakterzug Trotz. Dort haben wir schon ein paar Quests erledigt. Heute machen wir weiter. So, hier haben wir ein paar Quests eine Quest schon mal angenommen. Und wenn wir jetzt die Zeit umstellen, können wir hier noch eine Quest annehmen. Er will ein Gewehr haben oder eine Waffe. So, offensive Sucher, Helum, Wolfen und Lelepagopteri. So, wenn man so guckt. Moment. Da ist schon mal einer von diesen Pteri. Komm her. Wer will nicht? Geht doch. So. So. Einen haben wir da. Aber wir können auch erstmal die Quest annehmen. Gefallener Arm. Kampf. Offensiver Super. Komm schon. Down. So. Das sind übrigens noch andere Quests, die ich nebenbei erledige. Deswegen ist ganz gut, mehrere Quests auf einmal anzunehmen. So. Die Meteorkanone können wir auch gleich down machen. Schade.
Dämonenschlechter wäre jetzt nice gewesen. So, alle erledigt. Gucken wir mal, hier ist noch. Müssen noch einen so einen Terry bla 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 machen. Der fliegt hier seine Runde. Aber gleich kommt er. Wir warten hier auf ihn. Put, 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 put. Komm. Erledigt. Wir alle? Edumwolfe. Dafür müssen wir die Zeit umstellen auf Nacht. Schade, da waren wir jetzt ein bisschen zu spät dran. Zwei Stück brauchen wir noch. Schade. Dämonenschlechter einzusetzen ist schon schwierig. Da ist Timing gefragt. Katzat. Gut, als nächstes haben wir noch die Quest. Krabbelmoos. Dafür müssen wir ein paar Krabbelplatt machen. Dicke Schale. So, einmal Krabbelmoos. Kommen wir uns mal ein paar mehr ran. Mehr auf einmal gemacht. Krabbelmoos. 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 Brauchen wir nämlich immer noch eins. Okay, da hinten ist der antike Daedala. Den wollen wir jetzt nicht unbedingt an der Backe haben. Deswegen einfach nochmal neu schnell reisen und nochmal Knabbel. Knabbelmoos. Knabbelmoos.
Yep. So. Blick, wa? So. Das müssen wir noch auf aktiv setzen und ein paar Flamis platt machen. Oh, die Flamis sind da vorne an der Ecke. Das heißt, wir müssen tatsächlich am Daldala vorbei. Aber der hat eine mega weite Reichweite. Mit Megaweite Reichweite. Reichweite meine ich wirklich Megaweite. So, ein Flammibein haben wir. Okay. Das ging schnell. Und der ist auch erledigt, der Flami. Gut, dann können wir ja schön wieder Bests abgeben. Voltag? Mission erfüllt. Der hat anscheinend auch schon die nächste Quest, aber ich will erstmal alle Quests abgeben. Ein bisschen. Ja, wahrscheinlich funktioniert das nicht. Er kann kein Homs sein. So, und tagsüber können wir noch eine Quest abgeben. Mission erfüllt. Gefallener Armprofi. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Sterne erreicht. Mission erfüllt. So, jetzt haben wir erstmal eine ganze Ladung an Quests erledigt. Geplante Inspektion. Zum Ätherauspuff sollen wir dorthin. Machen wir das doch. Ich glaube, dafür war übrigens der Schlüssel zum Ätherauspuff. Dort gibt es ein paar Gegner. Böse Barty. Waschen. Schade.
ganz schön verdreckt, die böse Party. Und wenn ich wollte, könnte ich jetzt natürlich noch mehr von denen platt machen, aber das ist in der Quest nicht inbegriffen, also lassen wir das. Sekit ist momentan inaktiv, liegt daran, dass wir wieder auf Nacht schalten müssen. Dort. Welcome. Das wäre dann erledigt. Erledigt. Und ich glaube, jetzt können wir die Questreihe von Orcatix anfangen. Gehen wir nochmal ganz kurz durch. Wir haben die Quest Machina in Gefahr, unheimliche Geräusche, beschütze das Dorf, ich will ein Homs sein, die defekte Tür, die verwelkte Blume, das Eidschwert, das Bioras vierten Charakterzug freigeschaltet hat, geplante Inspektion, harter Kampf, zerbrochene Erinnerungen, Sturkopf Vater und Mutter, Essenslieferung. Die Quest haben wir erledigt und können jetzt die Questreihe von Orcatix erledigen. Du siehst ja stark aus, ich habe auf jemanden wie dich gewartet. Was kann ich für dich tun? Du weißt bestimmt, dass wir hier im Dorf nicht gerade viele sind. In dieser Gegend wimmelt es nur so von Monstern. Wir sind nicht genug, um das Dorf zu verteidigen. Die meisten müssen sich um das Essen oder Reparaturen kümmern. Verstehe, ihr seid sehr wenige Leute, um das alles zu schaffen. Alle arbeiten so hart, nur ich bin völlig nutzlos. Ich weiß nicht, wieso, aber mein Körper wächst einfach nicht mehr. Ich habe immer noch die Statur eines Kindes. Ich bin eine Last für alle und kann nichts dagegen tun. Wer sagt denn, dass du wegen deiner Größe nutzlos bist? Sei ehrlich, hast du dir diese Rolle nicht selbst ausgesucht? Bitte mach nicht so ein Gesicht. Ich verstehe, was du meinst. Sag, würdest du mir helfen? Nur unter der Bedingung, dass du aufhörst, dich zu mitleiden. Ja, ich verspreche es. Ich gebe dir eine Liste von Dingen, die ich benötige. Wenn du alles gefunden hast, brauche ich nur noch einen Ingenieur. Schulk baut dir alles zusammen, was du willst, Junge. Was Materialien angeht, um die werde ich mich kümmern. Ich werde nicht ruhen, bevor wir alles haben. Vielen Dank. Also dann, sag mir, was ich für dich finden soll. Ich brauche eine Auspuffpumpe und eine Nebenstromleitung. Oh, und dazu noch einen Super-Mini-Reaktor. Verstanden. Dann mache ich mich mal auf die Suche. So, ich glaube, der will sich Teile zusammenbasteln. Oder Teile suchen. Nee. Damit er wächst. Und mal besorge eine Missionsbuch. Dorthin. Oha. Offensiver Flieger. Nebenstromleitung. Erhalten. Orion Shorts. So. Offensiver Schweber. Ausbruch. Der offensive Schweber. Dort. Dann rennen wir mal dahin.
Angriffskette? Nice, fast down. Okay. Und der Super Mini-Reaktor. In der Daumenkluft. Level 75. Oh oh. Oh oh. Genauso Bullshit, ey. Verdammt, ey. Oh, steh wieder auf, Fiora. Okay. Leute. Okay. Das müssen wir anders machen. Und zwar brauchen wir Stachelresi. Stachelschutz. Mann, ey. Komm schon. Ich muss ihn doch irgendwie zum Schwanken bringen. Dein Ernst? Nicht mal eine Verlängerung. Komm schon. Okay.
Was kommt jetzt? Hm. Schmetterhand. Jawollo, geht doch. Zumindestens Danben hatte genug Stachelresi. So, dann können wir ohne Probleme die Quest Wachstumshemmung abgeben. Außen. Nicht da lang. Ah, kein Wunder, dass ich so lahmarschig bin. Ich hab natürlich... Na, wo ist es denn? Tempo da. Tempo-Juwel ist weg gewesen. Da ist man natürlich sehr viel langsamer unterwegs. Was ist? Könnte ich vielleicht zuerst mit Schulk sprechen? Oh. Wir müssen zuerst mit Schulk. Wir haben alle drei Bauteile. Wirklich? Klar, Danben hat uns keine Ruhe gelassen, bis wir alle hatten. Er sieht immer so gelassen aus, aber anscheinend kann er auch sehr heißblütig werden. Was? Ach, Danben bringt alles zu Ende. Das ist eine seiner Stärken. Ja, den Eindruck habe ich auch. Also gut, ich beginne mit dem Bau deines Maximus-Moduls. So, damit sollte es funktionieren. Aktiviere es einmal pro Tag, das sollte ausreichen. Und damit wird mein Körper zu dem eines Erwachsenen? Ja, aber ich befürchte, es wird einige Zeit dauern. Man wächst schließlich nicht über Nacht. Also wirkt es nicht sofort? Es bringt dein Wachstum wieder in Gang, das ist alles. Du wirst also von nun an genauso wachsen wie jeder andere auch. Ich verstehe. Etwas frustrierend. Aber so ist das wohl mit dem Erwachsenwerden, was? Ich danke dir. Nun kann meine Mutter stolz. Kann ich meine Mutter stolz machen. Es war mir ein Vergnügen. Was hätte ich nur ohne dich und Danben getan? Ach, Danben hat den schweren Teil erlegt, denke ich. Ich habe bloß ein paar Schrauben gedreht. Ich bin euch beiden dankbar. Ihr habt mein Leben verändert. Mission erfüllt. Danbens Charakterzug Heißblütigkeit wurde freigeschaltet. Sehr nice. Hier haben wir auch schon den Charakterzug Heißblütigkeit. Fördert Stärke. Ladebeschleunigung. Gewährt Hast bei Kampfbeginn. Konterzorn steigt die Konterrate um 10%. Leidenschaftsschlag. Mut steigt bei kritischen Treffern stärker. Technikperfektion. Mut steigt bei Technikeinsatz stärker. Und strahlende Aura. Füllt die Gruppenleiste, wenn eine Aura aktiv ist. Nice, um 20. Ich glaube, 100 ist das Maximum von der Gruppenleiste. Also wird die zu 1/5 gefüllt. Wenn ich das richtig verstehe. Das Geile ist, Leidenschaftsschlag. Mut steigt bei kritischen Treffern stärker. Wenn man so guckt, das Kreis. Nice. Das heißt, das könnten wir dann später auch verlinken. Und dann wird Fjoran eine richtige Crit-Maus. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der 5. Charakterzug von Danben. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ciao, Kakao.